Hallo, Liebling, das ist deine Mutter. Anscheinend hören wir gar nichts mehr von dir. Mach dir keine Sorgen, deinem Vater und mir geht es sehr gut. Wenn du es leid bist, in dem feuchten, kalten Haus zu wohnen, dann denk daran, dein Zimmer zu Hause wartet immer noch auf dich. Vergiss nicht, deine Vitamine einzunehmen und den schönen Regenschirm zu benutzen, den Tante Selma dir letzte Weihnachten geschenkt hat. Ich hab dich lieb, Küsschen. Tschüss. Hallo, erinnern Sie sich an mich? Ihren Verleger. Sie beantworten Ihre Telefonanrufe nicht, oder? Ich habe es satt, mit einer Maschine zu sprechen. Ich dachte, Sie wären zu Hause und am Schreiben. Aber offensichtlich sind Sie das nicht. Wissen Sie, ich kann Ihnen den Vorschuss nicht schicken, bis ich wenigstens einen Teil der Geschichte gesehen habe, an der Sie arbeiten. Rufen Sie mich zurück. Dies ist Jeremia Krieg. Es ist etwas geschehen. Etwas Furchtbares. Ich muss sofort weg. Ich weiß nicht, wie lange ich fort sein werde. Amanda ist hier im Leuchtturm. Ich möchte Sie nicht allein lassen. Bitte kommen Sie sofort. Wenn Sie nicht bald von mir hören, bedeutet das, dass ich keinen Erfolg hatte. Und dann... Oh Gott, ich darf gar nicht daran denken. Es bleibt keine Zeit. Ich habe keine Wahl. Bitte, nur Sie können mir helfen. Bitte kommen Sie.
1. Juli, 16 Uhr. Ich bin gerade von der anderen Seite zurückgekehrt. Wie bei dem früheren Versuch blieb das Portal fast eine Stunde lang offen, sodass ich die Überzeugung gewann, dass meine neuesten Modifizierungen der Strommodulation Erfolg hatten. Auf diesem letzten Ausflug wagte ich mich weiter hinaus. Ich folgte dem Pfad und kam weiter unten an der Felsenküste zu einem hohen Gebäude. Als ich mich dem Turm näherte, hörte ich zu meiner Verwunderung aus einem hohen Fenster meinen Namen rufen. Ich sah nach oben und sah einen Mann aufgeregt winken. Zu meiner Überraschung konnte ich seine Sprache verstehen. Er bat mich, sofort heraufzukommen. Mai, 15 Uhr. Heute habe ich das Tor geöffnet und wollte gerade mit den Modifikationen beginnen, als auf der anderen Seite plötzlich ein Wesen erschien. Es hatte zwei Beine und ungefähr die Gestalt und Größe eines Menschen, obwohl es sehr lange Gliedmaßen hatte und unglaublich dünn war. Ich war überrascht und wollte das Gerät schon abstellen. Aber das Wesen bewegte sich nicht auf mich zu. Es schaute nur neugierig zuerst das Portal an und dann mich. Seine Augen waren klein und intelligent, beinahe schelmisch. Aber es leuchtete keine Boshaftigkeit aus ihnen. Wir starrten uns gegenseitig etwa eine Minute lang an. Dann drehte es sich um und sprang schnell aus meinem Gesichtskreis. Diese Erfahrung bestätigt meinen zunehmenden Verdacht, dass ich irgendeine Art von parallelem Universum entdeckt habe, denn das Wesen gehörte zu einer Gattung, die es hier auf Erden nicht gibt. 19. Mai, 11 Uhr. Heute ist es... Juli, 16 Uhr. 11. Mai, 15 Uhr. 1. Juli, 16 Uhr. Ich bin gerade von der anderen Seite zu... 19. Mai, 11 Uhr. Heute ist das Wesen zurückgekommen. Es näherte sich vorsichtig dem Portal, beschnüffelte es und dann... streckte es einen Finger aus, der schwarz und knorrig war wie ein verbrannter Zweig. Ich wollte sehen, wie weit es gehen würde und winkte ihm zu, doch herüberzukommen. Mit einem großen Sprung kam das Wesen durch das Portal. Es kauerte vor mir und sah ungefähr so aus wie eine riesige Spinne. Ich bemerkte merkwürdige geometrische Tätowierungen auf seiner Brust und den Oberarmen. Während der ganzen Zeit beobachtete ich es genau. Aber es tat nichts anderes, als nur neugierig meine Geräte zu betrachten. Zweimal, als ein Gerät seine besondere Aufmerksamkeit erregte, blickte es mich an, als wenn es mich etwas fragen wollte. Sein Verhalten brachte mich fast zum Lachen, weil seine gefurchten schwarzen Augenbrauen und seine dünnen Finger mich an einen Affen erinnerten, der seinen neuen Käfig untersucht. 19. Als ich einen starken Energieabfall bemerkte, hustete ich einmal kurz, um die Aufmerksamkeit des Wesens auf mich zu ziehen, und deutete auf das Portal. Offensichtlich verstand es, was ich wollte, sah sich ein letztes Mal in dem Labor um, ging dann zum Portal und schritt hindurch. Ich hatte gerade noch Zeit zu sehen, dass es auf der anderen Seite sicher angekommen war, bevor es keinen Strom mehr gab
und das Licht ausging. April, 8 Uhr morgens. Ich packte eine neue Büchersendung von der Universität aus. Ich habe ein geheimnisvolles Werk mit dem Titel Das Gödel-Universum gefunden. Als ich zum Spaß darin blätterte, entdeckte ich plötzlich eine Theorie über das Raum-Zeit-Kontinuum, die die heutige theoretische Physik entweder vergessen oder nicht beachtet hat. Gödels Theorie basiert auf einer Gruppe von Bewegungen des Typs Bianchi 8. In der die unveränderlichen Varianten für die Bewegungen dreidimensionale Hyperflächen sind, die leere und zeitartige Linien enthalten. Das heißt, dass die Orthogonalen zu diesen Hyperflächen raumartig sind. Das Gödel-Universum lässt jedoch eine Gruppe mit 4 Parametern zu, in der der Typ Bianchi eine unveränderliche Untergruppe bildet. Und auf diese Weise ein Universum enthüllt, das sowohl homogen als auch stationär ist. Diese stationäre Qualität macht das Modell für eine Darstellung des uns bekannten Universums ungeeignet. Gödels Hypothese endet an diesem Punkt, aber ich glaube, es lässt sich vielleicht auf meine eigenen Forschungen über Verzerrungen im Weltraum anwenden. Wenn man unser Universum mit einem einzelnen Blatt Papier vergleicht, dann lassen sich durch die richtige Biegung dieses Blattes jegliche 2 Punkte im Weltraum unabhängig von ihrer linearen Entfernung voneinander in unmittelbare Nähe zueinander bringen und dadurch wird ein blitzschnelles Reisen über Entfernungen von vielen Lichtjahren möglich. Meine Theorie? Dass Elektrizität, die durch eine Fresnel-Linse in einem Brennpunkt vereinigt wird, genau einen solchen Nahpunkt hervorbringt, wird durch Gödels Modell gestützt. Ich werde es in Zukunft in meine Berechnungen einbeziehen. 29. April. Oh.